Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Im letzten Video ging es um die Rentabilität meines Batteriespeichers und da habe ich offenbart, dass ich im Moment 57 Cent pro Kilowattstunde Strom bezahle. Und das gab Reaktionen. Wie kann man nur so blöd sein? Jemand, der solche Preise zahlt und nicht wechselt, den kann man nicht ernst nehmen und bei aller Liebe und so weiter und so weiter. Und ich habe mir überlegt, ja, warum bezahle ich eigentlich 57 Cent pro Kilowattstunde? Und da ich mit dem Geschäftsführer von den Stadtwerken befreundet bin und auch schon häufiger mit ihm ein Interview geführt habe, habe ich gedacht, ich klingel einfach mal bei ihm an und frage, ob ich zu einem Interview kommen darf. Und ich darf. Und deswegen gehe ich jetzt da rein. Ja, und ich bin mal hier wieder beim Dr. Norbert Reuter, dem Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz. Hallo, lieber Norbert. Jetzt schreiben die Leute hier in den Kommentaren 57 Cent, what the fuck, wer so bescheuert ist, so viel Geld zu bezahlen, der ist bei solchen Themen sowieso nicht ernst zu nehmen. Die Frage, warum ich so bescheuert bin, muss ich selber beantworten. Die Frage, warum der Strom hier derzeit für mich 57 Cent pro Kilowattstunde kostet, kannst du mir wahrscheinlich beantworten. Mache ich sehr gerne, ja. Und starte natürlich damit, dass ich sage, du hattest ja auch bis Ende 2022, bis Ende letzten Jahres sozusagen Vorkriegspreise. Wir konnten die Preise, die ja ab Mai 2021 deutlich gestiegen sind, deshalb stabil halten, weil wir über einen sehr langen Zeitraum beschaffen, im Strom über 20 Monate, was dann aber eben jetzt im Moment beinhaltet, dass wir diese sehr günstigen aktuellen Börsenpreise nicht anbieten können. Das ist richtig. Ich habe, als am Börsenmarkt der Strompreis schon viel höher war, habe ich noch, glaube ich, sogar 27 Cent bezahlt. Ich weiß, mein Sohn, der hatte damals gerade, sein Stromanbieter ging pleite und wir haben dann geschaut, wo kann man am günstigsten Strom bekommen, und siehe da, es waren die Grundversorger. Kein anderer hat diesen Preis damals halten können und deswegen ist er auch dann beim Grundversorger, in seinem Fall in Köln, gelandet. Mhm. Trotzdem, also was bringt einen dann dazu, jetzt, wo ich ja wechseln könnte, weiterhin 57 Cent zu bezahlen, obwohl mir das andere für 27 anbieten? Also ein Grund könnte ja sein, dass unsere Kundinnen und Kunden sagen, klar, ich habe tatsächlich bis Ende letzten Jahres diese Preisstabilität gehabt und werde ja dieses deutlich abgesunkene Preisniveau dann in der Folgeperiode, also ab 25, dann auch wieder haben. Das heißt, es verschiebt sich jetzt nur etwas aufgrund dieser gerade genannten Basis. Das heißt, im Grunde gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Menschen. Manche sind einfach nur faul und bleiben deswegen immer bei ihrem Stromanbieter. Andere sind Surfhopper, die immer da gucken, wo es am günstigsten ist. Die Frage ist nur, warum sollte man nicht hoppen? Also ist das eine gesellschaftliche Verantwortung oder was leisten Stadtwerke? Was ist sozusagen die Leistung, die damit mitfinanziert wird, wo ich sagen kann, okay, verstehe ich, so wie ich qualitativ hochwertige Möbel oder Autos kaufe, da ich verstehe, das hat seinen Preis und da bin ich bereit, wenn ich es mir leisten kann, zu bezahlen. Ein Stichwort dabei ist das Thema Versorgungssicherheit. Also natürlich, wenn du dir hier die Preise anschaust und wir hier Spitzen hatten, wo wir 1.000 Euro je Megawattstunde bezahlt haben, das heißt 1 Euro je Kilowattstunde, dann überlegt man sich in dieser kontinuierlichen Beschaffung, kauft man denn dann? Mhm. Und um das vorwegzunehmen, da haben wir tatsächlich Beschaffung ausgesetzt. Mhm. Dieses trotzdem deutlich erhöhte Niveau mit zwischen 300 und 400 Euro je Megawattstunde haben wir natürlich im Portfolio. Warum? Warum haben wir nicht Beschaffung ausgesetzt? Wir wussten ja nicht, wie sich Preise entwickeln. Und ein freier Anbieter kann natürlich sagen, naja, wenn die Preise steigen und ich die nicht eingekauft habe, dann kündige ich eben meinen Kundinnen und Kunden, ich muss die ja nicht beliefern. Das Grundverständnis der Stadtwerke ist Versorgungssicherheit. Das heißt, eine Kündigung kommt für uns nicht in Betracht. Und die Kunst war, vorauszusehen, wie sich denn Preise möglicherweise entwickeln. Und alle, die damit zu tun haben, haben vorausgesagt, dass es ein sehr hohes Niveau bleiben wird. Aus meiner Sicht auch aus nachvollziehbaren Gründen. Gas, das aus Russland weggefallen ist, muss jetzt hergestellt werden. LNG in USA beispielsweise muss verschifft werden, muss dann hier angelandet werden, muss gespeichert werden. All diese Kosten waren ja in dem
billigen russischen Gas nicht enthalten. Und Gas ist ja bekanntlich auch ein Molekül, das durch Stromerzeugung hergestellt wird. Wir kennen das Merit-Order-Prinzip. Das heißt, das legt dann auch den Strompreis fest. Und aus dieser Logik heraus war eigentlich klar, dass das Preisniveau vermutlich hoch bleiben wird. Jetzt gab es verschiedene, auch globale Einflüsse. Die Wirtschaftskraft in Asien hat nach Corona nicht mehr so angezogen, wie ursprünglich vermutet und. Weshalb wir da jetzt doch ein deutlich günstigeres Niveau, zumindest mal aktuell, sehen werden. Aber das macht vielleicht deutlich, warum wir nicht in der Beschaffung ausgesetzt haben. Weil wären die Preise weiter gestiegen, dann wären es enorme Summen in Millionenhöhe gewesen, die wir sozusagen nicht gedeckt hätten. Wir hätten aber unsere Kunden trotzdem beliefern müssen und auch beliefern wollen. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Das eine ist, das heißt, wir haben hier Ökostrom in Konstanz und sind trotzdem im Strompreis abhängig von Gas. Also das kann man nicht sagen, weil wir Ökostrom haben, müsste es uns doch gar nicht tangieren. Nein, also hier gilt ja diese Preisbildung über das Merit-Order-Prinzip. Das heißt, die teuerste Stromproduktion bestimmt dann auch den Strompreis. Und damit verbunden ist jetzt erstmal nicht relevant, was wir tatsächlich dann auch verkaufen, sondern was dann insgesamt in Deutschland produziert und ins Netz gespeist wird. Das bestimmt den Strompreis und ihr kauft diesen Mixpreis sozusagen. Ganz genau, ja. Okay. Und das Zweite ist, wenn jemand bei einem anderen Stromanbieter ist und der zum Beispiel pleite geht, ist es dann eine Verpflichtung von den Stadtwerken, ihn aufzunehmen? Genau. Also wir als Grundversorger müssen in unserem Versorgungsgebiet dann diese Kundinnen und Kunden aufnehmen, für die wir keine Energie beschafft haben. Denn wir können ja nur die beschaffen in einer Vorausschau, die wir voraussichtlich auch beliefern. Kam das häufiger vor auch jetzt? Dass welche in den natürlich. Ja. Also gerade in dieser Phase hatten wir Tausende von Zugängen, die wir dann teuer beschaffen mussten. Die Beschaffungskosten konnten wir aber auf diese Kundinnen und Kunden nicht umlegen, sondern die hatten genau diesen Grundpreis, wie sozusagen unsere Stammkundinnen und Kunden auch. Und deshalb haben diese Kunden natürlich da auch massiv davon profitiert, dass wir als Grundversorger dann in der Versorgungspflicht sind. Auf der anderen Seite sehen wir, dass genau diese Kundinnen und Kunden dann auch wieder wechseln, wenn die Preise fallen. Ich habe dann Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich kann gar nicht anders, weil ich die Spielräume in meiner Kasse gar nicht habe. Aber allen anderen kann ich sagen, wir hatten Stabilität über einen langen Zeitraum, wo Preise gestiegen sind, hat man bei uns noch deutlich günstiger bezogen. Wir garantieren für die Versorgung, das heißt, bei uns muss sich niemand darüber Gedanken machen, ob in einer Phase der deutlichen Preissteigerungen vielleicht der Versorger ausfällt. Und die geringeren Preise, wie gesagt, die kommen nachgelagert dann auch wieder bei unseren Kundinnen und Kunden an. Das heißt, ein Stück weit steckt da auch ein Solidaritätsprinzip dahinter, könnte man so sagen, oder? Also man hat als Gemeinschaft Strom und man bezahlt sozusagen auch die mit, die kommen, wenn es günstig ist und wieder gehen, wenn es teurer wird. So ist es bei uns Stadtwerken, dass wir vor Ort natürlich nicht nur die Versorgungssicherheit im Strom und im Gas bieten, sondern dass wir den ÖPNV aufrechterhalten, dass wir die Bäder aufrechterhalten, dass wir für Zukunft sorgen, dass wir Glasfaser ausbauen, dass wir jetzt auch das Thema Fernwärme, Nahwärmenetze ausbauen. Das können wir natürlich nur mit den Erträgen, die wir hier vor Ort auch realisieren. Und insofern kann man, glaube ich, auch sagen, ist das gut angelegtes Geld, wenn man hier lebt und auch hier bleibt, weil man ja sozusagen auch die eigene Region hier stärkt und entwickelt. Okay, die kleine Werbesendung sei verziehen. Wir markieren Sie nicht, ich bekomme nichts. Es ist ja so. Ja, okay. Jetzt habe ich eine letzte Frage. Wenn ich jetzt mich entschließe, dabei zu bleiben und jetzt kommt ja noch eine Wärmepumpe dazu, die Strom braucht und so weiter, würde es mich natürlich sehr beruhigen, wenn ich wüsste, dass die Preise auch mal wieder fallen. Wie sieht es denn aus in der näheren Zukunft? Die Preise sind ja gefallen. Das ist ja auch ein Stück weit Anlass unseres Gespräches, dass wir jetzt eben ein deutlich günstigeres Niveau sehen als in dieser heißen Phase 2022. Wenn dies bei diesem Niveau bleibt, also
Lieferjahr Strom beginnt immer am 1. Januar eines Jahres. Für das Jahr 2024 endet die Beschaffung tatsächlich Ende August. Das heißt, dann haben wir 20 Monate in monatlichen Tranchen beschafft und so ist es ja dann auch für 25. Und wenn man sich anschaut, wie sich denn die Preise ab 1.1.23, da hat man ja schon dieses tiefere Niveau entwickelt haben, dann ist natürlich klar, dass das dann auch bei den Kundinnen und Kunden ankommt. 1.1.24 dann? 1.1.25, ja. Das ist ja auch ein Stück weit im Moment unser Thema, dass wir sozusagen 12 Monate Solidarität brauchen. Allerdings natürlich auch in Verbindung mit den Energiepreisbremsen, die ja noch wirken, vielleicht dann auch nochmal verlängert werden. Denn diese Beschaffungsstrategie, die ich dir jetzt gerade gezeigt habe, ist ja genau die Strategie, die 900 Stadtwerke mehr oder weniger in diesen ähnlichen Zeiträumen, der eine beschafft 30 Monate, der andere 15 Monate, aber diese langfristige Beschaffung, um Risiko sozusagen zu minimieren, ist das Beschaffungsmodell aller Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb brauchen wir hier jetzt natürlich tatsächlich ein Stück weit auch Solidarität, um diesen Zeitraum zu überbrücken. Allerletzte Frage. Die anderen Anbieter, die es jetzt günstiger anbieten können, weil sie nicht so langfristig denken und denken müssen, benutzen ja aber die Infrastruktur von den Stadtwerken, oder? Genau. Also Netzbetreiber sind wir natürlich und bekommen dort aber auch die Netzdurchleitungsentgelte. Das heißt, auch wenn ein Fremdanbieter dann liefert, bleibt ein bisschen was bei uns. Das sind regulierte Netze. Da wird dann geschaut, dass da die Investitionen abgedeckt sind, der Betrieb abgedeckt ist. Sehr viel mehr aber nicht. Okay. Und den Teil könnte man nicht erhöhen, um es sozusagen unattraktiver zu machen für die anderen? Durch das, dass diese Netze reguliert sind, will ja der Gesetzgeber, dass wir uns da auch in einem wettbewerblichen Markt befinden. Allerdings stellen wir jetzt gerade fest, seit Ausbruch des Ukraine-Krieges, dass wir hier einerseits sozusagen Energiestabilität als herausforderndes Ziel haben, das andererseits sozusagen zu dieser Liberalität des Energiemarktes nicht mehr passt. Denn ich kann ja nicht langfristig Energie beschaffen, wenn ich nicht weiß, wie viele Kunden ich denn im nächsten, übernächsten Jahr habe. Also beides muss ja ineinander verzahnt sein. Energiebedarf und Energieverbrauch muss ja einhergehen. Und deshalb diskutiert die Branche jetzt gerade intensiv darüber, wie hier diese Stabilität hergestellt werden kann und für Kundinnen und Kunden aber trotzdem ein marktliches Umfeld bleibt, sodass man da eben nicht sozusagen zwingend zu einem Monopol kommen muss, sondern da dennoch einen wettbewerblichen Markt hat. Das ist eine Herausforderung. Was mich zur allerletzten Frage bringt, denn das hatten wir kürzlich mal noch besprochen, die Aussicht auf die Möglichkeit, auch über die Stadtwerke am börsenpreisorientierten Strom zu beziehen. Das soll kommen, wird kommen, muss kommen? Für unsere Industriekunden ist das möglich. Also wenn morgen bei uns ein Kunde anklopft, den ich vorher nicht hatte, das ist ja übrigens genau das Modell der Discounter, dann kann ich ja für den heute kaufen. Den hatte ich bisher noch nicht, da habe ich in der Vergangenheit nicht kaufen müssen. Und deshalb, so machen wir das für Industriebetriebe. Da schließen wir also auch zeitlich befristete Verträge und dann weiß ich danach, muss ich diesen Betrieb nicht mehr beliefern, wenn die Konditionen sich verändert haben. Und deshalb kann ich natürlich jetzt diesen neuen Industriekunden, diesen neuen Großkunden marktfähige Preise bieten, weil ich an der Börse zu den jetzigen Preisen beschaffe, was aber bei den Privatkunden aus den genannten Gründen nicht möglich ist. Vielen Dank für die interessanten Antworten und Einsichten. Vielen Dank dir. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Abonniert diesen Kanal. Bis dann, euer Dieter Dirk.